Weiter geht's bei Humankind und hier in unserer wunderschönen Hauptstadt Nerdica. Wir machen weiter und wir haben eine ganze Menge zu tun. Unter anderem der Plan, dass wir versuchen werden, ihn hier zu unserem Freund zu machen und gucken, dass wir hier weiter erkunden und uns jetzt um die Städte kümmern. Beziehungsweise, das machen wir in der nächsten Runde. Incredible. 10 territories pulled together into a single megalopolis. The next challenge is to come up with a suitably epic name. Aber das war nicht unser Thema. So, König Agamemnon hat unsere Kriegsunterstützung verringert. Auch hier werden wir auch gucken, dass wir die Kriegsunterstützung erhöhen. Aber ganz ehrlich, er wird uns beruhigen und uns immer weiter verringern. Ja. Im Moment ist egal, ob wir das machen, denn er kriegt pro Runde 6 mit dazu. Und er hat eine riesige Kriegsunterstützung. Und sobald wir das ablehnen, wird er uns den Krieg erklären. Ja, das muss man einfach ganz klar sagen. Und deswegen müssen wir uns darauf entsprechend vorbereiten. So, wir müssen auch davon ausgehen, dass er hier irgendwann Stress machen wird. Das heißt, folgendes Vorgehen. So, wir gehen jetzt erstmal hier hin, werden hier die 36 ausgeben. Das ist mir wichtig, dass wir eben hier in der Lage sein werden, die Söldnercharta zu unterschreiben und dann zumindest von der Seite safe sind. So, dann werden wir unsere Truppen abziehen und hier unten den Kampf antreten gegen unseren Gegner, gegen König Agamemnon. Okay, so, einmal die Einheiten weiter. Dann müssen wir natürlich auch hier weitere Gebäude bauen, unter anderem einen Satrapain-Palast. Den können wir hier hinsetzen. Erhöht die Produktivität hier nochmal. Da müssen wir Gleiches in Kusa machen. Da haben wir allerdings momentan nicht so viel Paläste. Ja, der hier, das hatte ich mir mal angeguckt, da können wir zwar 5 rausholen, aber am Ende des Tages, wenn wir reine Produktion, dann wären wir bei 15 anstatt 14. Also, ja, weiß ich nicht. Wenn wir hier in Richtung Nahrung gehen, hätten wir hier 7. Also momentan ist hier ein weiterer Palast in Kusa nicht sehr sinnvoll. Deswegen würde ich gerne weitergehen in Richtung der Häfen. Das finde ich ganz passend hier. Da hätten wir hier 8 Nahrung. Und der nette Nebeneffekt ist, wir kriegen hier noch ein bisschen Nahrung, also ein bisschen Produktivität für Forschung mit dazu. Das Problem ist allerdings das Thema hier oben. Deswegen, bevor wir da rangehen, müssen wir auf jeden Fall hier weitere Sachen bauen. Das ziehen wir auch auf jeden Fall vor, dass wir eben hier in keine Probleme reingeraten. So, dann auf jeden Fall weitere Stabilität. Das schadet auch definitiv nicht. Das werden wir auch nochmal vorziehen. Und dann sehen wir hier plus 14 Industrie. Ja, dann gibt es hier nochmal plus 11 und nochmal plus 11. Das können wir auch beides vorziehen. Beziehungsweise das machen wir mal in die Richtung. Und dann gibt es einmal noch das Thema Geld und Wissenschaft. Das ist momentan hier noch nicht so verbreitet. Aber dann das Thema Nahrung. Das gibt nochmal 11 Nahrung. Das 14 und das auch nochmal 4. Obwohl die 4, glaube ich, die ersparen wir uns. Das machen wir nicht. So, das ziehen wir auch durch und vor. Und dann haben wir hier erstmal für die nächsten Runden gut was zu tun, in der Stadt die weiter auszubauen. Okay, gut. In Nerdica haben wir das Thema geschmiedet. Dort gibt es den Satrapenpalast. Und in Parsa werden wir auch erstmal das Aquädukt fertigstellen und dann bauen wir einen weiteren Palast. Und da gibt es hier einen sehr guten Ort für. Und den wollen wir auf jeden Fall nutzen. Aber bevor wir das machen, schließen wir Vassat an, kriegen einen Expansionsstern und gucken mal, hier unten gibt es noch einen besseren, 10 und 28. Und da können wir auch nochmal einen bauen. Und dann müssen wir hier auch langsam aufpassen, weil wir dann Richtung der 49 geraten. Und dann würde ich nämlich danach gerne hier das Thema Nahrung aufgreifen, beziehungsweise das können wir vielleicht sogar mal vorziehen. Und dann sind wir hier eigentlich auch schon, das bringt 6 Gold und 3 an der Grenze angelangt. Okay, gut. Also Kriegsentschädigung können wir drum bitten. Werden wir noch nicht machen, aber mit Sicherheit, also ich bin mir ziemlich sicher, dass er irgendwann wieder sagen wird, hey, willst du nicht zu unserer Religion konvertieren? Wir werden sagen, nein, will ich nicht. Und dann wird es wieder Ärger geben und deswegen belassen wir uns das einfach mal, lassen wir uns das mal offen. So, da will uns jemand was mitteilen, das ist uns in dem Fall egal. Jetzt könnten wir ihn mal fragen, ob er eventuell, in einer Runde erst, okay. Dann werden wir in einer Runde nochmal mit ihm reden. Nächste Runde.
So, Dia ist kleiner geworden. Ich möchte übrigens auch keine weiteren Abkommen für den Moment machen, weil wir das Geld brauchen, um die Ausrüstungen hier zu machen. Eben die Umrüstungen auf den Armbrustschützen. So, jetzt habe ich es gefunden, das Wort. So, Osmoseereignis, gucken wir gleich. Ein Vorschlag müssen wir uns auch angucken. Und man plündert unseren Bezirk. Eieieiei, das ist ja fies. Okay, einmal dahin So bitte. tell me, how are you today? Nein. Ja, definitiv. A Ui. pleasure to Die accept. Franken haben so einen coolen Panzerreiter. Oh, das ist ja geil. Das ist übrigens auch eine neue Sache. Wir können jetzt die Waffen der Franken bauen und sie natürlich auch unsere Waffen. Mega. So, einmal weiter bitte. Und mit ihm gehen wir einfach mal da oben lang und gucken mal, was sich hier verbirgt. Oh, kommen wir nicht durch? Dann gehen wir da lang. Na, da bin ich mal gespannt. So, weiter im Thema. Wir sind hier und müssen jetzt einmal das Osmose-Ereignis. Wir nehmen die Wissenschaft. Dann sind wir noch bei 4 Runden. Dann gucken wir uns das mal an. Und auch hier habe ich schon mal geschaut, was wir machen können. Am Ende des Tages ist die Frage, bringt uns im Moment die Pilgerfahrt sehr viel? Jein. Also wir haben nicht allzu viele religiöse Bezirke, wenn wir uns das mal angucken. Dann haben wir im Prinzip eigentlich so gut wie keine religiösen Bezirke. Wir hätten, glaube ich, hier unten steht einer. Wo ist er? Da. Wir haben hier oben einen Obelisken. Obwohl, nee, das ist sogar nur, das ist die Botschaft. Also eigentlich haben wir sogar nur einen einzigen. Wir haben aber auch im Gegenzug nur ein Forschungsviertel. Ja, das müssen wir uns mal vor Augen halten. Hatten wir nicht irgendwo noch einen zweiten Obelisken gebaut? Mir war so. Genau, hier vorne. Wir haben zwei Obelisken. So, das heißt, wir würden hiermit insgesamt bei der Pilgerfahrt würden wir 4 bekommen. Allerdings, also 4 Einfluss. Allerdings sind die Kosten für Verordnungen natürlich auch geringer. Wäre auch nicht schlecht. Dann hätten wir das Thema beugt uns niemanden. 10 Kriegsunterstützung durch Auslösen, Groll auf Beziehung. Wir haben momentan so gut wie keinen Groll, von daher ist das wurscht. Das wäre interessant. Das gibt uns 5 Wissenschaft und nochmal 4 auf religiöse Bezirke. Insgesamt, also momentan, das heißt 9 Wissenschaft mehr. Und schützt die Schwachen. Wir haben keine Garnison. Stabilität auf religiöse Bezirke haben wir auch relativ wenig. Müssten wir ausbauen, definitiv. Nahrung auf dem Hafen. Wir bauen langfristig Häfen. Deswegen, ich glaube, im Moment wäre das Thema für uns am besten. Und das sorgt auch dafür, dass wir jetzt sehr speziell religiöse Bezirke und wissenschaftliche Viertel boosten können in Zukunft, was uns einen doppelten Bonus gibt und was dafür sorgt, dass wir durchaus vielleicht nochmal ein, zwei Kulturen auf eine religiöse Kultur verzichten können und eine, nicht eine religiöse, sondern auf eine Wissenschaftskultur, weil wir diese Boni durch die Dogmen haben. Das sollten wir jetzt immer mit einbeziehen und das wählen wir einmal. Okay, das haben wir jetzt ausgewählt. Alles klar. Gut. Dann machen wir das aus. Und jetzt will ich einmal schauen, ob wir in der Lage sind, hier noch ein bisschen zu boosten, weil wir brauchen unbedingt diese Technik. So, da sind wir bei 6. 4 von 5, 5 von 5. Da muss noch einer mehr rein. Da geht's nicht. 2 von 4. Tja, was machen wir hier? Wachstum ist hier gerade nicht so wichtig. Ja, wir kommen hier nicht näher ran. Schade. Ja, gut. Nächste Runde. So, König Budicha hat eine Vereinbarung. Was war das jetzt hier? Der war in der Schlacht. Okay. Man hat die Kriegsunterstützung schon wieder verringert. Die Alanen plünderten einen Bezirk. Ihr habt genügend Mäzenentum, um ein neues Abkommen mit einem Unabhängigen zu machen. Oh, sehr gut, sehr gut. Das werden wir tun. Und man ist jetzt aggressiv. Warum? How do you do, whoever you are? Tja, warum ist er denn aggressiv? Ein anderes Reich greift sie an, wir sind nicht so mächtig wie sie. Aha. Okay, da haben die Kelten anscheinend ein Problem mit. Sollen sie mal machen. Wir unterzeichnen erstmal die Söldnercharta hier. Zack.
damit wir auch später in der Lage sind, hier durchaus was zu machen. So, das bedeutet, wir sind jetzt der Erste. Jetzt können wir das wieder zurückschrauben. Ich denke, das Geld können wir besser an anderer Stelle verwalten und werden jetzt mit dem Plus 3 hier erstmal langsam nach oben kommen. Ihr haltet die Fähigkeit, Söldnerheere anzuheuern. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und dann können wir jetzt unsere Armeen so allmählich nach unten ziehen. Einmal dahin. Und dann sollten wir bei Zeiten auch gucken, dass wir in der Lage sind, die fränkischen Panzerreiter zu bauen. Na, ich zeig's euch mal. Beziehungsweise nicht zu bauen. Wir sollten die schon bauen können. Hier nicht. Da können wir sie bauen. Das heißt, wir können hier fränkische Panzerreiter bauen. Das ist echt mächtig, muss man wirklich sagen. Und die sollten wir definitiv auch bauen, denn das sind einfach... Das 40 als Kampfstärke ist im Moment einfach fast nicht schlagbar für die. Okay. So, dann gehen wir mal hier lang. Und gucken uns mal an, was hier passiert. Erstaunlich wenig für den Moment. So, einmal in die Städte geguckt bei uns. Da sind wir ganz gut dabei. Stabilität passt. Da wollen wir jetzt nichts kaufen. 3 Runden geht da auch gut. Da sind wir bei dem Brei. Sehr schön, ja. Danach müssen wir hier eigentlich die Sonnenpyramide bauen. Das gibt uns 20 Glauben Stabilität. Das müssen wir jetzt unbedingt fertigstellen. Und nochmal mehr Wissenschaft. Wo können wir die denn überhaupt hinsetzen? Könnten wir da hier zum Beispiel hinsetzen? Ist natürlich ärgerlich, wenn wir hier Wissenschaft, wenn wir hier 5 Produktionen und 3 für aufgeben. Haben wir nicht noch irgendwo anders einen Ort? Nee, ne? Jetzt müssen wir jetzt vielleicht mal gucken, wo wir die überhaupt bauen können. Ein benachbarter Bezirk muss ein Hauptplatz sein. Kann einmal auf der Welt gebaut werden. Muss das... Na, wir könnten es natürlich auch in Parsa bauen. Das würde mir sogar noch besser gefallen. Das ist doch ein Hauptplatz. Nein, um Gottes Willen. Nein, um Gottes Willen. Uklun, aber Uklun ist doch ein Hauptplatz. Aber wir könnten es auch hier bauen. Ja, das würde mir noch besser gefallen. Dahin. Ja. Wir bauen das dahin. Genau. So. Eine Stadt nimmt am Bau teil. Das ist die Frage, ob wir hier erstmal den Kornspeicher weitermachen. Ich würde sagen, ja. Wir machen erst den Kornspeicher fertig. Das dauert eine Runde. Und dann werden wir hier den Barei fertigstellen. Das ist auch wichtig. Und danach nehmen wir hier am Bauteil. Genau. Okay. Dann haben wir die Sonnenpyramide. Und jetzt gucken wir uns mal die Religion an. Und sehen, dass unser Druck hier nicht allzu groß ist. Quasi gar nicht existent. Sehr spannend. Da sollten wir also zusehen, dass das besser wird. Er ist und so unser Vasall. Deswegen ist das kein Problem. Und interessant ist übrigens, was er hier macht. Ne? Das heißt, er schickt hier gerade seine Truppen rüber. Vielleicht kämpft er ja hier gegen. Das wäre übrigens dann ein guter Punkt, ihm dann den Krieg zu erklären. Wenn wir sehen, dass er hier starke Verluste hat, das müssen wir jetzt beobachten, dann erklären wir ihm den Krieg. Was natürlich auch möglich ist, dass er irgendwann sagt, hey, pass auf, er zwingt uns dazu, die Anfrage hier zu beantworten. Ab dann sind wir definitiv im Krieg, denn er wird uns hier den Krieg erklären. Das steht schon mal fest. Aber die KI macht das unheimlich geschickt. Sie hat Druckmittel. Sie wird jetzt die Kriegsunterstützung hier verringern. Aber der Punkt ist, ich verstehe seine Overall-Strategie noch nicht. Wenn er seine Kriegsunterstützung verringert, oder unsere, und dann mit seiner hochgeht, das ist eine unheimlich kluge Strategie. Und dann seine Truppen hier hinstellt und dann einer unserer Armeen auflauert, dann verringert er damit unsere Kriegsunterstützung noch weiter und könnte den Krieg auf einen Schlag gewinnen. Das ist eine sowas von kluge Strategie, aber er macht's nicht. Er zieht seine Truppen ab. Er zieht seine Truppen ab. Und ich bin davon überzeugt, dass die KI, wenn die Truppen hier unten sind, dann den Fehler machen wird und hier fragen wird, hey, was willst du überhaupt von uns? Ich will, dass du uns jetzt eine Antwort gibst. Und er hätte aber so unglaublich starke Armeen mit diesen Prätorianern hier, denen wir momentan nur schwer was entgegenzustellen haben. Und wenn er das klug macht, könnte er diesen Krieg gewinnen und seine Unabhängigkeit zurückbekommen. Aber er macht's nicht. Sehr schade. Oh, hier bin ich übrigens mal gespannt, ob die uns jetzt angreifen.
mal schauen. Sehen wir in der nächsten Runde. Eine Runde weiter. Er zieht sich wieder zurück. Sehr gut. Also da sind wir jetzt mehr oder weniger safe. Ja, und da ist es wieder, die Kriegsunterstützung verringern. Und, na, er bleibt hier stehen. Schlauer Fuchs, ey. Ein schlauer Fuchs ist das. Muss man ja sagen. Also die KI ist wirklich gut geworden hier. Er hat immer noch ein paar Probleme, aber gerade diese Aktion hier ist gar nicht so doof. Das ist echt gar nicht so doof. So. Du einmal weiter gen Süden, bitte. Dahin. Und dahin. Die Armee bleibt da stehen. Das wechseln wir mal auf Rundenbasiertes. Untertauchen. So, und du gehst hier weiter. Oh, Technatschti-Clan. Sehr hübsch. Na, wir gehen mal gern Norden. Okay. Na, super. Aufgrund einer früheren Entscheidung hat sich die enormen Mengen an Industriemüll nicht verringert, die am Fluss von Nerdica entsorgt werden. Doch euer Volk tränkt weiter in das verdorbene Wasser und nutzt es für seine Felder und sein Vieh. Eine schreckliche Krankheit breitet sich aus. Ach du Heiligmut Gottes, minus 20 Nahrung. Na klasse, ey. Oh Mann. Okay, also Plan steht. Da sind wir in einer Runde soweit. Da, oh, wir bauen jetzt schon an dem Ding. Ah, sehr gut. Sonnenpyramide 10 Runden. Oh, das wird mich freuen. Das bringt uns auch nochmal Wissenschaft. 4 Wissenschaft. Sehr gute Nummer. In 2 Runden ist das hier fertig. Können wir das unterstützen im Moment? Können wir hier eventuell auf 8 kommen? Nee. Dann können wir auch weiter die Wissenschaft boosten. Okay, gut. Nächste Runde. So, die sind im Mittelalter, die Gelben. Mhm. Die Einberufung, ja, ja, sehr schön. Das ist eine ganz wichtige Nachricht. Und er hat schon wieder die Kriegsunterstützung verringert. Also da müssen wir langsam ein bisschen aufpassen. Denn ansonsten werden wir den Krieg ja instant verlieren. How might I be evade? 3 Gebiete des Gegners im Einflussbereich. Jetzt müssen wir langsam aufpassen. Also wahrscheinlich müssen wir sogar in 1-2 Runden das Ding hier beenden. Ja, er ist dabei, jetzt auch weitere Truppen auszuheben. Der will diesen Krieg hier jetzt, ne? Ja, gut. Dann soll er ihn haben. Also, was haben wir hier? Verbesserter Pikinier, 31. Er hat 29, könnte man machen. Das sind 400. 800. Und das können wir in der nächsten Runde updaten. Das bringt uns dann schon mal eine enorme Kampfkraftsteigerung. So, und die beiden können wir noch nicht updaten. Da gehen wir auf jeden Fall weiter voran. So. Also einmal Forschung stärken. Und dann müssen wir uns jetzt genau angucken, was wir hier machen. Denn wir müssen in 1-2 Runden hier mit ihm in den Krieg ziehen. Das steht, glaube ich, schon mal fest. So, alle Einheiten bewegen. Du bleibst da bitte stehen. Mit dir gehen wir mal hier weiter. Oh, Moment. Okay. Dann gehst du in der Runde mal darauf. Looking for an alien landscape for your next galaxy-spanning superhero movie? Wow. This national park's got you covered. Das sieht echt ziemlich gut aus. So, er geht hier echt weiter, ne? Oh Gott, zieh doch deine Truppe hier noch ab, Mensch. Das würde mir sehr gut gefallen. So, jetzt müssen wir mal in die Forschung gehen. Jetzt müssen wir gucken, was wir machen. Also, wir hätten jetzt die Möglichkeit, die Redekunst in einer Runde zu erforschen. Das wäre ein Theater, das wäre sehr wichtig. Und eine Bibliothek. Dann hätten wir einen Holzkohlemeiler. Ne, wir machen die Redekunst. Ich glaube, das ist eine Technologie, die wir uns jetzt eigentlich nicht unter den Nagel, also die wir eigentlich haben müssen. Und dann ist die Frage, nehmen wir unsere Kriegselefanten oder gehen wir eher in Richtung der Verteidigung? Gerade das Koloniemodell, ja. Aber ich glaube, das ist noch nicht so wichtig. Ich würde wahrscheinlich dann Großschwertkämpfer und militärische Architektur nehmen, damit wir in der Lage sind, unsere Schwertkämpfer zu updaten. Okay, gut. Dann müssen wir mal überlegen. Hier oben müssen wir in einer Runde wechseln. Können wir hier 2 Pops ausgeben? Nee, ich glaube, das macht keinen Sinn. Ne, wir warten noch eine Runde und dann wechseln wir. Okay.
eine Runde weiter. Die Redekunst. Das ist sehr gut, da müssen wir gleich mal gucken. Eine verdeckte Aktivität. Getarnte ausländische Einheiten sind in Parser. Sie werden in einer Runde sichtbar. Moment. Ach, guck an. Ein Regiment gehört uns. Okay. Aber wir haben doch in Parser noch gar keinen... Aber wir haben doch noch gar keine Suchmöglichkeiten hier. Wir sind doch technologisch noch gar nicht so weit. Das ist ja spannend. Ja gut. In 3 Runden ist jedenfalls die Sonnenpyramide fertig. Und danach werden wir anfangen, hier weitere Einheiten zu boostern. Jetzt könnten wir überlegen, ob wir die hier kaufen. Das geht leider nicht. Bietet da schon einer mit? Immer noch nicht. Das ist also auch kein Problem. So. Okay, da bin ich mal gespannt. Und schon wieder. Ey, wie macht der das denn? Woher kriegt der diese ganzen Sachen? Also wir müssen wirklich jetzt den Krieg... Wir müssen ihm den Krieg erklären, ne? Das geht nicht anders. Wir werden noch eine Einheit updaten. Und dann haben wir jetzt hier eine 144er Truppe. Und seine Armee ist jetzt hier hinten. Die andere Armee ist hier vorne. Und ich denke, wir sollten jetzt wirklich den Krieg erklären. Beziehungsweise, vielleicht haben wir ja Glück, dass er das nicht macht. Wir haben keine andere Chance mehr. Wir müssen jetzt seine Kriegsunterstützung runterbringen. Forderung zurückweisen. Du wirst auf ewig unser Sklave bleiben, Agamemnon. Sorry. Na schade, sieht er nicht so. Ja, okay. Das ist dann so. Seine Kriegsunterstützung wird noch ein wenig steigen und danach wird sie aber laufend als Angreifer sinken und unsere wird laufend steigen. Das ist schon mal eine gute Sache. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Thema werden. Okay, dann gucken wir mal weiter. Ja, unsere beträgt 35. Wahrscheinlich hätten wir diesen Krieg schon früher anfangen sollen. Ach Gott, jetzt kommt der auch noch, ey. You follow false gods. Nein. No, not acceptable. Definitiv nicht. I've had a change of heart. Nothing more. So. Das ist klar. Eine Forderung zurückgezogen. Ja, dann würde ich sagen, auf geht's. Ist nur die Frage, wo gehen wir jetzt am besten lang? Also die Position ist doof, muss man ganz klar sagen. Hier vorne ist eigentlich genau... Oh, das ist aber auch eine fiese Ecke hier. Eigentlich müssten wir uns hier durchschlängeln und dann hier angreifen. Aber das ist auch eine... Oh, das ist aber auch eine... Das ist aber auch eine gefährliche Ecke, ne? Wir haben hier nämlich eine Ecke, eins und eins. Effektiv nur 2 Möglichkeiten, ihn anzugreifen. Und hier auch nicht, ne? Moment. Doch, hier kommen wir hoch. Oder wir nehmen uns Urekes vor. Ja, wir machen das. Wir nehmen uns die Stadt vor. Dazu geben, wir müssen, egal wie wir was machen, wir müssen gen Süden ziehen. Mit unseren Armeen. So. Einmal dahin bitte. Okay. Nächste Umstrukturierung. Wir müssen hier einmal das Thema jetzt auf das Geld ändern. Wir brauchen nämlich dringend mehr Geld. Nerdica geht auf 58% zurück. Okay. Ja, 90. Okay. Gucken wir mal hier. Da gehen wir bitte auch aufs Geld. Da gehen wir auf 28. Da müssen wir langsam aufpassen. Und Parser wird jetzt auch durch den Krieg reduziert. Auch hier gehen wir aufs Geld. Wir brauchen jetzt dringend mehr Geld, um die Einheiten zu aktualisieren. Also du kannst noch einmal vorgehen, bitte. Und dann gucken wir, dass wir uns Urkes holen. Wir müssen natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, dass er jetzt nicht parallel hier lang geht und sich Parser schnappt. Da müssen wir mal ein bisschen gucken. Aber ich denke, Urkes werden wir kriegen. Und wie es weitergeht, ihr Lieben, das seht ihr in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Euer Strategie. Ciao, ciao.